Okay. Okay, toll. Jetzt hält mir da genau einer von. Eigentlich hätten wir den sogar fertig. Fehlt aber genau einer. Eine Rolle. So, einmal Basi, Nubia. Einmal dieser. Weggeschnitten. Ich bin Sushi Master. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder was anderes hier. Pretty much what I ask for. Natürlich witzig. So, gut, dann fangen wir an mit Weiß. So, Basinovia. Schinko. Ich wüsste nicht mal, was das ist gerade, ne? Sieht auf jeden Fall witzig aus. Ist das so was Scharfes? Die Sushi-Kenner unter euch, die wissen auch, was das ist, oder? Oder ist das so Sojasprossen-mäßig vom Geschmack? Warum auch immer das jetzt schlecht war. Keine Ahnung. Gibt's immer. You need to pay full price for this. Ja, ja. Geh einfach. Nimm dein Reis und geh. Weicher Reis. Heute noch, glaube ich. So, Thunfisch. Slice. Dass du jede Rolle einzeln machen musst, ne? Ups. Nein, nicht Senf. Wasabi. Senf. Ich weiß nicht, ob es gerade am Dings liegt. Nee, am Tisch. Kann's nicht liegen. Hm. That's horrible. Ist hier irgendwas dreckig oder so? Nee. Keine Ahnung, was das Problem ist. So. Ups. Ich hab doch noch dieses
theoretisch, ne? Reicht aber nicht. Ich weiß nicht, warum der da meckert. Good. Now it's time to wax on, wax off. Every good chef needs to clean his kitchen after a rush hour. Ja. Yes, Sensei. Pick up the brush from your tool wheel and start with the rice cooker. Das habe ich doch gerade eben schon gemacht. Habe ich das schon zwischendurch gemacht. Also entweder das zum Reiskocher oder ich weiß auch nicht. Was haben wir denn jetzt hier für einen Salat? Ach du Heiliger. Okay. Ich kann nur einen einzigen da reinmachen. Ein bisschen nervig. Na gut. Dann machen wir einmal Gewürztes und einmal Basi. Kein Salat-Sushi. Okay. Wenn ich da nur einen reinmachen kann, ist ja ein bisschen schade. Dings. Für Sushi-Boxen. Kann ich eigentlich mit den Boxen... Schade. Wäre doch viel einfacher gewesen. So, was haben wir hier? So, und er möchte da... Natürlich habe ich das jetzt nicht mehr. Thunfisch. So gut ist der Thunfisch. Fisch, wow, fehlt mir noch Avocado. Gut, schnell mal noch ein Avocado. Die war jetzt sehr dünn. Scheiße. So.
Wenn man Avocados einfach schneiden könnte. Ich hätte ja auch gedacht, dass wir, ach, scheiße. Was ich vergessen habe. Eine ganze Menge. Egal. Ja, der war jetzt schlecht. Sorry. Und der hat auch noch eine Gun auf seinem T-Shirt. Oh, oh. Ich habe hier Chili und sowas alles vergessen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. That's it. Voll vergessen. Ich war so damit beschäftigt, das Ding richtig zu rollen. Well done. Now, young man, you can clean all other devices you have used. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Oh, 3-Sekunden-Regel. Fine work. Come back to my shop. It's time for your sensei to review your performance. Reis, Reis, Baby, habe ich gerade freigeschaltet. Jetzt kommt ein Gang War, weil du kein Chili hattest, 24-Stunden-Krieg. Gut, dass man bis 3 Silber zählen kann. Bitte erinnert sich nichts mehr. Das ist mir. Ich habe zu viel geschnitten anscheinend. Ah, oh, okay, jetzt keine Markierung. Das ist halt Schnellreise. Wo war denn der Boy? Voll schön hier eigentlich am Strand. War der nicht hier vorne irgendwo? Hier war der doch. Young man, just watching you make me feel alive in the kitchen again. You fulfilled and exceeded my expectations. My pleasure. Now that I'm sure, allow me to give you one gift. Oh, what is it? A unique Santoku knife from a Japanese steel. It was made in Okinawa by the old master Hattori. I've made sure to keep it as sharp as I can. Wow. In truth, I had considered giving the knife to your father, but before I'd made up my mind, fortune gave me a second chance. So I want to give it to you. Please take it. Thank you, Sensei. I don't know how I'll pay you back. As any student pays their sensei back, continue to hone the skills I taught you. Do everything in your power. Leave the rest to fate. Sensei, you're a wonderful person. Thank you. On behalf of myself and my father. Goodbye, young man. Hope you visit me again. You'll always find a place to test your sushi making skills here. I will. Goodbye. So maybe it's time to test myself. Just like Mr. Hurricane said. Oh, nice auto tank, okay. Ich glaube, wir haben alles tatsächlich. Kann nichts mehr kaufen. Beach. Oh. Komm ich die ganze Zeit, was ich mit dem Sushi machen kann, was ich am Anfang verkackt habe, kann ich das irgendwie wegschmeißen? Bananas. Das ist schon ein bisschen so der Pier von GTA und so, wenn ihr mal drauf achtet.
amazing view. Und dann gibt's einen Apfeleimer, ne? Ah, tatsächlich. Du hast ein neues Werkzeug erhalten. Zwei Sternebrett erlaubt es dir, zwei Zutaten draufzulegen. Ja, cool. Die Zutaten. Nächsten komm mal her, bevor ich alles in den Mülleimer schmeiße. Okay, jetzt kann ich zwei Sachen draufpacken. Cool. So. Dann holen wir mal das Ding hier raus. Mein Reis. Die Zutaten. Ja. Ist das schade, dass du nur einmal Reis reinmachen kann, ne? So, einmal Basinori hier. Ach, wer will denn eine Pizzaschachtel? Keiner will eine Pizzaschachtel. So. Gut, warte mal, das müssen wir schneiden. Was ist das hier noch? Witzig. So, einmal, nee, zweimal. Und dann das hier, was auch immer das ist. Ach, es kommt so rauf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Und Sojasauce. Und tschüssi. So, einmal gekochter Reis. Dann wieder Basinori. Da die ja hier etwas empfindlich sind, putze ich den auch mal direkt. So, Lachs brauchen wir. Die Frage ist, wo sind meine... Ach ja. Eins und zwei. Einmal perfekte Rolle. 2, 3, 4, 5. Und so, ja. Flups. Flups. Tschüssi. So. Ach, eine Pizza. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo habe ich denn meinen Pizzateig? Mit der Pizza habe ich nie gerechnet jetzt. So. Mozzarella.
Noch eine Pizza. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass erstmal nur Sushi kommt, ne? Dauert ganz kurz, der muss erstmal warm werden, der komische Ofen. Ja, ne? Aber man kann es leider nicht zu zweit sperren. Also nicht soweit ich weiß. So, Mozzarella, Champignon. Und Schinken muss auf jeden Fall auch auf. Champignon. Peroni, Chili, Zwiebel. Was haben die denn jetzt mit den Pizzen? Ich war echt auf Sushi vorbereitet gerade. Ich habe schnell, du. So, weg mit dir. So. Die muss gebacken sein. Zweimal Avocado. Und ein Propan ist fürs Lärm. So, einmal das hier. Ist noch eine Gewöhnungssache gewesen. Mit dem Sushi aber geht eigentlich. Just as I wanted. So, weicher Reis. Ich könnte eigentlich mal schnell mein Avocado ist schon
Sie war einfach weg. Schiebung. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach verschwunden. Naja. Ich brauchte gerade eh keine. Ich wollte sie wenigstens vorbereiten. That was a fantastic day. It almost felt as if Dad was with me the whole time. Ach Quatsch, nicht das. Warum das hier? Einfach verschwunden, die komische Avocado. Die hatte wohl keinen Bock. Ich muss das ausprobieren. Geht das eigentlich? Nee. Ich dachte, wenn ich das auf das Tablet mache und dann da reinpacke, geht das, aber geht leider nicht. Schade. Natürlich.